Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute neues Elfmeterschießen, Leute. Monaco gegen Paris Saint-Germain. Früher war es ein wirkliches Topspiel, ein absolutes Topspiel in der Liga. Mittlerweile ist halt Monaco irgendwie immer so 16., 17., 18., obwohl die eigentlich vor allem gute Spieler haben, ja. Deswegen nicht mehr so ein krank Top-Duell. Aber früher, so vor 3-4 Jahren, war das noch eigentlich immer Erster gegen Zweiter, Alter. Muss man jetzt echt sagen, Leute. Mein Bruder ist auch dabei. Was geht ab? Leute, heute. Schauen wir mal, wie es laufen würde, ja. Ich habe schon sehr, sehr viele rote Karten bekommen. Und zwar 4. Wir haben vorher noch die Freischüsse aufgenommen. Also habe ich irgendwie so, meine besten Schützen sind schon weg. Fabregas ist zum Beispiel weg. Knalldonaldo ist schon weg. Wird schwer, Alter. Und er hat halt Neymar, Cavani und so weiter. Ja, aber mit den besseren Mannschaften verliere ich immer. Ja, mal schauen. Das sage ich nicht nur, das ist ja Proof. Ja, mal schauen, Leute. Lasst mal gerne Like da, ja. Falls ihr mich abonniert habt, abonnieren, Glocke aktivieren, Tick einschalten, check den Shop aus, wer aber Lust hat. Links oben in der Beschreibung. Nice Design, schwarz-weiß als T-Shirt-Pullover in Orange, Rot, Blau und Grün. Ihnen in vier Farben, check's mal gerne aus, ja. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe am Start, Handyhüllen wie immer am Start, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün und gratis Autogrammkarte gibt es auch wie immer zur Bestellung dazu. Also checkt's aus. Wäre fresh, Leute. Ja, schreibt in die Kommentare, welche Mannschaften beim nächsten Mal gegeneinander antreten soll. Bin gespannt. Schreibt's rein, Leute. Und wie immer gibt es am Ende die Softwarebestrafung. So sieht's aus. Ja, Softwarebestrafung für den Verlierer mit dieser Software hier. Ich hoffe, man ist aufgeladen, aber müsste noch, ne? Sind noch genug Schuss, ist noch genug Schuss drin, Leute. Und zwar für den Verlierer, ja. Wir machen es wie immer so, Leute. Wenn er 4-2 gewinnt, kriege ich 2 Schuss für die 2 Verschossenen, die ich dann am Start hatte. Er darf sich aussuchen, wo er hinballert. Sollte er 3-0 gewinnen, dann gibt es die extreme Strafung für mich. Dann kriege ich 5 Schuss als Bestrafung, weil ich alle Elfer von mir verkackt habe. Und wenn ich 5-4 gewinnen sollte, dann gibt es zum Beispiel auch eine Belohnung. Ja? Dann wird nämlich seine Strafe in dem Fall verdoppelt. Bei 5-4 kriegt er nur einen Schuss, ne, für einen Verschossenen. Aber weil ich alle 5 getroffen habe, werde ich dadurch belohnt und kriege dann einmal, oder er kriegt seine Bestrafung verdoppelt. Das heißt, er würde dann 2 Schuss kriegen. Ne? Sieht's aus. Ich glaube, das geht eh nur maximal 5-3, also maximal dann auch 4 Schuss. Ja, ihr kennt's. Beim letzten Mal haben wir einen neuen Rekord aufgestellt, ne? Wie viele Schüsse habe ich bekommen, Alter? 6, ne? 6. 6, Alter, weil unser Elfmeterschießen ging so lange. Ich habe eigentlich ganz okay Schützen, Alter, ohne Witz. Das geht eigentlich. Guck mal, Benjeda und Falcao ist in Ordnung. Na gut, gegen dich sieht es dann wieder kritisch. Ich fühle mich aber nicht wohl, wenn ich mit, wenn so krass bessere Mannschaften Ich sag mal so, meine Schützen sehen stabil aus, aber wenn ich die jetzt wiederum mit seinen Schützen vergleiche, dann sieht es halt auch wieder nicht stabil aus. Das ist gut. Frage ist, ob Mbappé über Di Maria schießt. Mbappé hat kranken Abschluss, ne? 89, ich würde den drüber stellen. Aber bis 4 kommen wir immer. Ja gut, hast auch wieder recht. Insgesamt hat der besser, aber man weiß nie. Ja, dann vielleicht rettet er noch was. Insgesamt hat man der besser. Man weiß nie, ja, dann habe ich eh 3-0 gewonnen oder 3-0 verloren. Ja, dann juckt es mich auch am Ende. Dann ist doch, sind wir mal ehrlich, am Ende des Tages juckt's. Ja, juckt schon. Ja, ich habe viele Filme gedreht. Okay, ab geht's. Boah, du Scheiße, hab ich wieder durchgezogen, Alter. Oh, ich wollte erst nach links, Alter. So ein Ich wollte auch erst nach links springen. Echt? Alter, du Geil, ey. Ey, nein, jetzt wieder Neymar. Ah. Neymar verwirrt mich immer. Junge, ja, Neymar verwirrt jeden im Stadion, Alter. Der verwirrt sich aber selber damit. Deswegen, der weiß selber nicht, wohin schießt. Das ist das Gute. Deswegen trifft er immer. Oder der hat nach links geguckt. Nein. Oh, und schießt nach rechts. Ja, Alter. Weil ich unbedingt nach rechts wollte, weil der nach links guckt. Ah, weißt du? Der verwirrt jeden selber. Ich sag's euch, Alter. Ich würd... Weil hätte ich jetzt nach links geschossen. Leute, schießt niemals mit Neymar, Alter. Ohne Scheiß. Schießt nicht mit dem Typen. Das Ding ist, wir haben beide verschossen. Das heißt, wir können beide noch extreme Strafen bekommen, Alter. Scheiße, Alter. Wenn ihr das. Warum muss ich auch wieder bessere Mannschaften haben? Wirklich. Weiß nicht. Weiß nicht, Alter. Super. 1-0, Leute. Ben Yedda. Oh, er schießt direkt auf Speedy Gonzalez. Komm! Oh! Oh, das war bitter, Alter. Ey, ich war schon in der Ecke. Ich hätte einfach ständig nichts gemacht, hätte ihn gehalten. Wäre ich stehen geblieben, Alter. Shit, Alter. Vielleicht hätte ich getunnelt. Martins hat auf seinem Bild eine Afro, Digga. Was ist los mit dem? Ey, entweder der hat in echt die Haare jetzt ab oder der hat jetzt einen echten Afro und hatte früher. Aber den Afro, ja, eigentlich eben so. Der Afro hat der schon voll. Der hat FIFA 20 Afro gewachsen. Ja, Junge, richtig komisch, weil der sieht hier auf dem. Ja, der schießt gleich automatisch. Ja, ich weiß, der sieht im Game gerade genauso aus wie Lemar, Alter. Aber Lemar haben die ja verkauft in Atletico. Und dann haben die ja, glaube ich, Martins ausgeliehen von Atletico. Irgendwie komische Sache. Oder auch ausgeliehen an die, ich weiß es nicht. Hä? Ich hab noch. Ey, ohne Scheiß, ich hab noch unten gezielt. WTF, der wäre geil gewesen, wäre der reingegangen. Aber ich hab noch unten. Ich war doch auch unten in der Mitte. Ja, ich hatte den Stick aber noch unten, deswegen frage ich mich, wie der nach oben geschossen hat. Und ich hatte 3 Balken aufgeladen, das war jetzt nicht so viel. Ganz komisch, ey. Scheiße. Ey, Martins, Alter, du Vollpfosten, was ist los? Martins Horn. Ey, richtig komisch. Das ist aber ohne Kuro, Alter, der ist gut. Das könnte jetzt vorbei sein, musst du mal geben. Könnte. Könnte? Wenn wir beide nicht so shit werden. Aha. Scheiße gelaufen, Alter. Okay, ohne Kuro. Come on, hau das Ding mal eiskalt. Ey, Digga, bin ich schlecht, Alter.
Jetzt mal ohne Scheiß, wie kann man so verkackt scheiße sein? Oh, Mbappé. Ey, er sagt, und er sagt nur gerade, ja, Mbappé könnte die Entscheidung bringen. Jetzt bringt Mbappé wahrscheinlich wirklich die Entscheidung, oder auch nicht. Komm. Nein, alter Mbappé Mann. Mbappé bringt sie. Junge, der Junge ist einfach heftig. Also, Junge, nicht wegen jetzt, aber ich generell. Ich vergleiche den ja oft mit Pelé. Wegen junger Mbappé, Pelé. Hat auch dieselbe haben Parallelen. Hat auch dieselbe ich glaube, Pelé ist auch mit 19 das erste Mal Weltmeister geworden. Oder mit 18. Ich glaube, mit 18. Mit 18 kann sein, aber genau ich ein Jahr. Noch, ich glaube sogar noch jünger. Nein, der war nicht 17, safe. Ich weiß nicht, Alter, kann sein. Pelé ist auf jeden Fall... Ich glaube, Mbappé war sogar jünger. Ich glaube, oder? Mbappé war entweder genauso jung oder... Der war auf jeden Fall nicht jung. Hat der nicht sogar den Rekord gewonnen? Ich glaube, Mbappé war 19, ne? Wo der kann sein, dass Pelé 19, aber ein bisschen älter war. Kann sein. Zwei, drei Monate. Ich guck kurz, warte. Ich guck kurz, danach geht's ins Elferschießen, Alter. Das interessiert mich jetzt. Pelé. Ins Elferschießen? In die Bestrafung. Pelé, erst Weltmeister 58. Alter. Das war die erste. 58 war die erste. 17 war der. 17? 17 und 235 Tage. Ich meinte, der war 17. Ja, okay, dann war Mbappé aber 19. Ja. Egal, auf jeden Fall. Nee, aber krass. Krass, Alter, mit 17. Ja. Mbappé kann noch genauso oft wie Pelé Weltmeister werden gehen. Ja, aber früher nicht. Jünger geht. Kann sogar noch öfter werden. Kann sein. Kann sogar oft war Pelé. Viermal? Kann sein. Viermal, glaube ich. Viermal war der nicht, Alter. Das geht ja nicht, Alter. Oder dreimal war der, ne? Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht, ey. Muss man hier schauen. Aber ich glaube dreimal. Warte, da rechts stand doch. Was? Nein, stehen nur Tore. Egal, schauen wir gleich, Leute. Egal, ich glaube dreimal, Alter. Viermal geht. 1,73, Bro. Obwohl, viermal geht, wenn der mit 17 angefangen hat. Aber dann hat der viermal hintereinander. Das, die waren ja nicht viel mehr. Ja, dann haben die halt dreimal. Wow. Oh, nur drei. Okay. Monsieur. Ich glaube, der zweimal. Digga, aber entspann dich mal. Drei Schüsse. Achso, hast du noch gar nicht gesagt. Ich dachte schon wieder, der macht auch nur. Bizeps. Lass es Rücken sein. Bizeps, Wade. Rücken ist langweilig. Du machst auch immer Rücken. Ich weiß nicht warum. Jetzt hier drin willst du. Boah, hier meinst du, wenn du hier vorher drauf schießt, richtig stolle abbekommen. Seht ihr das? Richtig angeschwollen. Bizeps, Wade. Ich mach erst mal. Okay, Leute. Ist ein Muskel. Fassbar wie immer. Okay, let's go. Tut es mal antrizipieren. Ich tu meine Hand weg, Alter. Das ist wieder überlichtet, wie sonst. Scheiß drauf, ey. Scheiß drauf, wie auf dem Scheiß aufnehmen. Traust du? Trau dich. Trau dich doch auch. Du traust dich nicht, das ist ein Piste, der sich nicht traut. Komm jetzt mal. Oh, Alter, hör auf, ey. Ich mach mal Augen zu. Ich lass es über mich ergehen. Ey, was hat der? Ey, nein! Alter, Junge. Ja, wieder wegen Dings. Ja, weil du hier so ein Scheiße machst. Ah, Junge, du Pisse, Alter. Du hast hier oben reingeschossen, hier. Safe nicht. Nee, der ist hier, da. Nein, das ist ein... Hier hast du reingeschossen, hier oben. Was ist los mit dem? In die Kniekehle. Okay, was hast du noch gesagt? Zweimal Bizeps, ne? Bizeps, du weißt. Okay, hör aus. Bizeps, ich weiß gar nicht, warum du mal Bizeps machst. Obwohl, beim letzten Mal war ein bisschen... Bizeps einfach mal was anderes als Rücken die ganze Zeit. So langweilig. Hast du recht. Bist ein langweiliger Mensch, glaube ich. Guck mal, aber lieber weg, ne? Wer weiß. Also, Leute, zählt ihr? Auge ganz nah an den Screen. Junge, das hat richtig weh, also... Oh. Ey, dein Gesicht sieht man gar nicht, du musst mal runter. Alter, das hat voll weh, Alter. Sein Gesicht gerade so. Junge, das hat ohne Scheiß richtig weh. So Leute hat es noch nie wie am Bizeps, ey. Junge, ohne Witz. Aber die, weil die Zuschauer gezielt haben. Ich war richtig geschockt, ey, gerade. Zuschauer wieder am Zielen. Ja, Latze, ey. So. Haben wir das? Oh, Junge, ey. Mach mal. Was? Mach mal hier rein. Kann ich doch. Ja. Mach ein bisschen gerade, weißt du? So. Kannst eh nicht flexen, ist eh nichts da. Okay. Ja. Will ich jetzt nicht abschießen. Schieß mich doch eh ab, hä? Ich will nicht abschießen. Ja, dein Gesicht. Das ist zwar hässlich, aber braucht man jetzt nicht unbedingt abschießen. Komm mal. Ja, 15. 1. Alter Junge, das tut übertrieben weh. Warum, ey? Oh. Wieso tut das so weh bei dir? Weiß ich nicht, ey. Ohne Scheiße. Obwohl, ich muss sagen, bei mir, ich würde sagen, dass Bizeps auf jeden Fall bei mir vergleichbar ist. Nein, mein Mülleimer! Scheiße, Alter! Kacke! Das ist, wenn man keine scheiß Tüte im Mülleimer hat, Alter. Kippt der ganze Mülleimer. Nee, ich würde sagen, dass Bizeps sogar bei mir. Scheiße, das tut richtig weh. Ich würde sagen, Bizeps ist sogar noch schlimmer als Rücken.
Ja, Rücken haben wir uns eingewöhnt irgendwie. Bizeps nicht. Gut. Leute, das war's. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Oder falls ihr mich abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glock aktivieren, Tick anschreiben. Macht ihr eine Million Likes. So, ihr wisst Bescheid, Leute. Ne? Checkt mal gerne den Shop aus. Ne? Für nice Designs. Schwarz-Weiß als T-Shirts. Pullover in Orange, in Blau, in Rot, in Grün, in den vier Farben. Warum ist der Bändel hier so lang, Alter? Ich weiß nicht. Checkt's gerne aus. Ja? Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe am Start. Die Handyhüllen auch am Start, Leute. Orange, Blau und Grün. Und gratis. Autogrammkarte. Sound-Zauberbestellung dazu. Checkt's aus, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oder rein und ciao.